So, dann wieder hoch ins Dorf. Damit haben wir auch Lester kennengelernt. Hüpf, 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 hüpf. Ja, mit dieser Hüpferei kann man auch, man sieht ja, man kommt ja sehr langsam hoch, wenn man so diese Schräge direkt läuft. So kommt man ein bisschen schneller, wenn man in Serpentinen läuft. Man kann aber auch hüpfen und mit der Hüpferei kann man sogar Berge erklimmen. Das habe ich, als ich das erste Mal Gothic gespielt hatte, habe ich mich in Nordmar verlaufen. Und um zu Xalas Turm zu kommen, habe ich dann keinen Bock mehr gehabt, immer hin und her zu laufen zwischen den Gebirgskämmen. Also habe ich einfach den direkten Weg genommen und bin über die Steilhänge drüber gehüpft. Ging auch. Was ist los? Piraten. Ey, Diego! Die verdammten Mistkerle sind mit unserem Schatz abgehauen. Sieht ganz danach aus. Ich fürchte, darum werden wir uns später kümmern müssen. Wir haben nämlich ein Problem. Was für ein Problem? Rede mal mit dem Dorfältesten. Boah. Da sind wir mal wieder in eine schöne Geschichte geraten. Ja, mit dem Dorfältesten haben wir ja schon geredet. Und dann können wir eigentlich auch gleich bei Diego bleiben, denke ich. Was ist hier passiert? Die Orks haben ganz offensichtlich den Krieg gegen König Robar gewonnen. Und jetzt fegen die Orks über das Land und versklaven die Menschen. Sag bloß! Ich habe mit dem Dorfältesten geredet. Was schlägst du vor? Als erstes müssen wir uns ein Bild davon machen, was die Orks angerichtet haben. Und einer von uns muss rausfinden, wo Xadas steckt. Der Dämonenbeschwörer hat die Macht Belias in sich aufgenommen. Und er ist der Herr der Orks. Es wird das Beste sein, du kümmerst dich um Xadas. Ich weiß gar nicht, warum Diego das so erzählt, dass Xadas die Macht Belias aufgenommen hat. Der Einzige, der mit dabei war und das wirklich weiß, ist der namenlose Held. Denn er hat den untoten Drachen getötet. Und dann kam Xadas einfach von hinten an und hat sich die Macht aus ihm rausgesackt, sozusagen. Und wo kriegen wir jetzt neue Ausrüstung her? Klauen. Du weißt doch, wie die Sache läuft. Sammle alles, was du finden kannst. Und lass es dir nicht wieder abnehmen. Und da die Orks nun die Herren von Myrtana sind, werden wir bei ihnen gute Ausrüstung kriegen. Tolle Sache. Was wirst du jetzt tun? Du kennst mich. Ich werde dort sein, wo es was zu holen gibt. Myrtana ist nun Hoheitsgebiet der Orks. Sich mit den Orks gut zu stellen, ist nichts für mich. Ich werde nach Süden gehen. Ich wette, in den Weiten der Wüste ist noch was zu machen. Du kannst mit Gorn losziehen. Ich will auch in die Wüste. Ja, also ich mach mal hier die Karte auf, damit es mal ein bisschen verdeutlicht wird. Wir haben quasi drei Regionen hier in dieser Welt auf dem Festland. Das ist einmal Myrtana, das Mittelland hier. Das ist einfach nur eine Waldregion quasi. Und hier findet der Hauptkampf der Orks gegen die Menschen statt. Vengard hier oben ist die Hauptstadt der Menschen, wo auch König Robar sitzt, aber hier ist ja diese Barriere drumherum, die wir gesehen haben im Intro. Und es ist auch die letzte Stadt, die überhaupt noch gehalten wird von den Menschen, ansonsten sind alle Städte in Orkhand. Und wir werden dann in diesen Kampf jetzt mit reingezogen quasi und können uns aussuchen, auf welcher Seite wir agieren wollen. Theoretisch können wir auch auf beiden agieren. Wir ändern dadurch bloß unseren Ruf. Ich muss mal kurz gucken, wie man das hier öffnen kann. Das will ich alles nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Ach, hier, genau. Wir haben hier dann nämlich ein Rufsystem. Und da haben wir insgesamt 6 Fraktionen in dieser Welt. In Nordmar gibt es bloß die Nordmarer Menschen. Dann gibt es die Orks allgemein für die obere Region hier. Die Rebellen sind eben die Widerständler im Namen des Königs hier in Myrtana. Das Waldvolk ist ein Volk, das hier ziemlich blass bleibt. Das hält sich eigentlich aus allem raus und es ist nur dafür, dass die Natur am Leben bleibt, quasi so ungefähr, dass sie nicht gestört wird. Und die Assassinen und die Nomaden sind die beiden Gegner hier unten in Varant in der Wüste. Und ja, da werden wir später noch hinkommen. Die Assassinen sind die Herrscher in der Wüste und sind die Menschen, die an Belia glauben. Als Gott, beziehungsweise glauben ist eigentlich falsch, denn dass die drei Götter existieren, daran glauben alle. Nur sind die Assassinen diejenigen, die Belia auch folgen. Und die Nomaden sind quasi die Rebellen der Wüste. Und da wir uns überall entscheiden müssen, wem wir jetzt letztendgültig folgen, letztendgültig ist auch ein komisches Wort, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, ich habe mir da schon vorher Gedanken drüber gemacht, die zugegebenermaßen bloß eine halbe Minute gedauert haben, aber das reicht ja. Wir werden in Myrtana, weil ich die Innosla auf den Tod nicht ausstehen kann, mit ihrem für Innos, für den König, bla, werden wir dort den Orks folgen, die eigentlich gar nicht so schlimm sind, sondern die eigentlich einfach nur eine Besatzungsmacht sind. Und in der Wüste werden wir
den dekadenten Assassinen so richtig schön den Arsch aufreißen und uns dort der Arbeit der Nomaden verschreiben. So, genug gequatscht. Jetzt werden wir mal mit Milton reden. Das ist der letzte im Bunde, den wir noch offen haben. Achso, noch ein paar Worte zu Diego. Der ist Meisterdieb, ein Windhund und kann sich aus jeder Situation herausreden, hat sehr flinke Finger und ist ein ganz gerissener Lurch und war mal der reichste Mann der Welt oder ist zumindest ein ziemlich reicher Mann gewesen und will wieder der reichste Mann der Welt werden, so ist es eher. So, und Milton, der weiseste Mann der Welt wird er mal werden, das kann ich schon mal verraten. Er ist ein sehr junger Feuermagier, den wir auch schon seit dem ersten Teil kennen, beziehungsweise wir kennen alle vier Freunde schon seit dem ersten Teil. Und er ist ein ganz schlauer Bursche und ist für einen Feuermagier sehr okay, muss ich mal sagen. So, und jetzt werden wir mal mit ihm reden hier. Er kann mir nicht helfen. Ich mag die Orks nicht. Meine Runen haben ihre Kraft verloren. Ich denke, den anderen Feuermagiern ist es nicht anders ergangen. Ich werde mich aufmachen und versuchen, die alte, wahre Magie zu erlernen. Wovon redest du? Bevor es Runen gab, konnten nur sehr wenige, sehr mächtige Menschen Magie wirken. Das Wissen darum muss irgendwo zu finden sein. Ich werde es suchen. Ja, und da werden wir auch noch einen ziemlichen Logikfehler finden. Das werde ich dann aber gleich nochmal mit sagen. Ich komme mit. Wir sollten getrennt suchen. Finde du Xardas. Wenn einer was über die Magie weiß, dann er. Wir werden uns wiedersehen. Da bin ich mir sicher. Also, viel Glück. Ich könnte ja schon mal spoilern und sagen, dass ich, wenn ich Xardas finden wollte, doch ein gutes Stück mit dir mitgehen müsste, Milton. Aber egal, wir werden natürlich erstmal, wie uns gesagt wurde, mit Gorn mitgehen. Was wirst du jetzt machen? Ich werde mich auf die Suche nach den Rebellen machen. Ich wette mit dir, dass sie noch nicht alle tot sind. Zeig mir, wo sich die Rebellen versteckt halten. Es ist nicht weit von hier. Folge mir. Ein kleiner Logikfehler mal wieder. Gon war in der Barriere gefangen, als Gefangener mit uns zusammen, hat dann auf Corinnes mit uns gekämpft und ist genauso wie wir gerade eben erst gekommen auf das Festland, weiß aber seltsamerweise, wo das Nest der Rebellen gegen die Ork-Besatzung ist. Ich sammle hier mal mit nebenbei ein bisschen ein. Und Gon kann sich ja mal hier dem Kampf gegen den Scavenger widmen, das kriegt er auch noch hin. Huch, was ist denn hier los? Hallo? So, das war's mit dir, du Mistvieh. Der Goffig ist ja auch sehr für seine etwas rauere Umgangssprache bekannt. Und da gibt's auch so die ein oder anderen Klassiker. Sowas wie, zeig mir deine Ware. Oder, ja, geschieht dir recht. Oder, du arme Wurst, hast da nicht mal Gold dabei. Oder, ich krieg dich noch! Ja, und die Rebellen, die haben ein wahnsinnig gutes Versteck, kann ich sagen. Denn wir sind ja jetzt 3 Meter gelaufen, ne? Da vorne ist noch Ardea. Und, ja, wir gehen hier einfach in den Wald rein. Und die Rebellen, die einfach nicht von den Orks... Siehst du, da sind sie. Ich habe es doch gewusst. Ja. Ich kann nur für uns hoffen, dass die Orks dieses Versteck niemals finden werden. Ich werde eine Weile hier bleiben und dann weiterziehen. Lass dich nicht unterkriegen. Wir sehen uns. Also die Orks haben dieses Versteck noch nicht gefunden, das so wahnsinnig gut hier zwischen den 3 Büschen hier versteckt liegt. Und es gibt insgesamt 3 Rebellennester auf der Insel, auf der Insel, auf dem Festland hier, beziehungsweise in Myrtana. Und das sind Redok hier, Okara irgendwo hier drüben, glaube ich, und Nemora ist auch irgendwo hier, ich weiß es gerade nicht genau, werden wir später noch finden. Das wichtigste Rebellenversteck ist aber Redok, das wahnsinnig gut versteckte. Und wir wollen mal schauen, was uns hier so erwartet, nachdem ich gespeichert habe. So, Spiel gespeichert. Hallo Brenton. Du siehst nicht aus wie ein Holzfäller. Ich denke, dein Platz ist eher bei den Kriegern, unten in der Höhle. Was du nicht sagst. Wie läuft's? Nicht so gut. Wir wurden von aggressiven Wildschweinen von unserer Arbeit vertrieben. Ich habe es den Kriegern schon gesagt, aber die haben nur den Kampf gegen die Orks im Kopf. Wenn diese Biester nicht bald verschwinden, können wir nicht weiterarbeiten. Du armes Huschel. Was gibst du mir, wenn ich die Wildschweine an eurem Arbeitsplatz töte? Ich bin nur ein einfacher Arbeiter und habe nicht viel.
Aber wenn du uns diesen Dienst erweist, gebe ich dir 30 Goldmünzen. Mensch, das ist ja mal eine richtig tolle Ausbeute. Ich erledige die Wildschweine. Wo sind sie? Du steigst die Treppe hier rauf und gehst ein Stück nach Osten in den Wald. Verstehe. Ja, bevor wir das machen, werden wir aber nochmal mit den restlichen Leuten reden, die da oben so finden sind. Pass auf dich auf. Mach ich. Die Truhe, weiß ich nicht, kann ich die öffnen? Ich speichere mal. Das kann sein, dass die ganz böse auf mich sind, wenn ich das mache. Denn Clown ist jetzt hier nicht so in. Ich glaube, ich will das gar nicht. Abgebrochen. Abgebrochen, na toll. Sehr gut. Und wir werden nicht gesehen dabei, das heißt, wir können uns den Kram mal einstecken. Und dann schauen wir mal, wen wir hier sonst noch so haben. Und ich werde erstmal die Missionen für die Leute hier oben machen, bevor ich mich nach unten wagen werde. Wenn du durch die hiesigen Wälder streifst, solltest du äußerst vorsichtig sein. Ja. Die Orks haben überall ihre Speer in diesem Gebiet. Erzähl mir etwas über diesen Ort. Du bist hier im größten Rebellenlager an der Küste. Wir nennen es Reddok. Viele königstreue Menschen, die noch nicht von den Orks versklavt wurden, verstecken sich hier. Ich kann nur für dich hoffen, dass du kein Spitzel der Orks bist. Sonst machen wir mit dir kurzen Prozess. Verstehe. Nö, ich bin kein Spitzel der Orks. Und wenn ich einer wäre, würde ich dir das ganz bestimmt sagen. Ich bin so ehrlich. Die Orks wissen nichts von diesem Rebellenlager. Wenn die Orks wüssten, dass wir uns hier verstecken, hätten sie uns bestimmt schon getötet. Erzähl mir mehr über euch, Rebellen. Wir sind die einzigen freien Menschen in Multana, die noch gegen die Orks kämpfen. Unser größtes Problem hier an der Küste sind die Ork-Patrouillen. Letzte Nacht sind sie uns schon gefährlich nahe gekommen. Ja, ist auch kein Wunder. Ich meine, in diesem kleinen Kackwald, wenn ihr euch da so ein Riesennest baut, das auch so übelst offensichtlich ist. Naja. Wo sind diese Ork-Patrouillen? Eine ständig wandernde Ork-Patrouille befindet sich momentan zwischen uns und Ardea. Die zweite hat sich im Osten auf einem Bauernhof zwischen uns und Kapdun eingenistet. Wenn wir uns nicht bald darum kümmern, werden sie Reddok auf kurz oder lang finden. Schön, schön. Was ist mit den Menschen, die für die Orks arbeiten? Die meisten von ihnen sind Sklaven. Es gibt aber auch menschliche Orksöldner. Sie dürfen sich in gewissen Grenzen frei unter den Orks bewegen. Ich kann nur hoffen, dass du dich nicht mit ihnen einlässt. Niemals, würde mir niemals einfallen. Warum soll ich die Orksöldner meiden? Menschen, die mit unserem Feind paktieren, sind der Feind. Der Weg des Orksöldners ist einfach, ohne Freiheit und gegen unseren Gott Innos. Ja, typische Fanatiker eben, schwarz oder weiß denken. Wer nicht unser Freund ist, ist unser Feind. Ich werde der Ork-Patrouille auf dem Bauernhof einen Besuch abstatten. Sei vorsichtig. Wenn sie dich für einen Rebellen halten, werden sie dich auseinandernehmen. Ich kümmere mich um die wandernde Ork-Patrouille. Na gut. Pass aber auf, dass sie unser Lager hier nicht finden. Ja, toller Rat. Ich komme aus Ardea. Wir haben die Orks aus dem Dorf getrieben. Rede mit Javier. Er weiß schon Bescheid. Einer unserer Späher hat das Ganze beobachtet. Javier ist unten in der Höhle. Wie gesagt, werden wir uns aber erst später in die Höhle begeben und erstmal... Zeig mir deine Ware. Schauen wir bei ihm ins Inventar. Wie gesagt, zeig mir deine Ware ist einer der Kultsätze eigentlich von Gothic. Und ja, die ganzen Krame, die Ork-Waffen, die können wir eigentlich alle runterschieben. Was haben wir denn jetzt hier schon? 2300, okay, das brauchen wir auch nicht. Ebenfalls. Ach, und die Pfeile, ja, scheiß drauf. Brauchen wir alles nicht, kriegen wir 2600 Goldstücke für. Das ist ja schon mal ganz ordentlich, finde ich. Das Problem ist bloß hier mit diesen begrenzten Goldvorräten, die sind schon ziemlich schnell aufgebraucht manchmal, gerade im späteren Spielverlauf. Ich meine, wenn wir jetzt schon 2600 für den Kram hier kriegen, oder waren es 2300, ich weiß es gar nicht mehr, dann könnt ihr euch vorstellen, später mal, wenn wir richtig viel gesammelt haben und den ganzen Scheiß verkaufen wollen, dann finden wir niemanden, dem wir das verkaufen können. So, haben wir dann noch jemanden hier? Rebell? Nö. Gut. Dann werden wir uns jetzt mal als Blumenpflückerin betätigen. Hier nämlich. Ja, hallo, was hier und so, noch langsamer? Hallo? Ja, ich wollte sowieso mal eine kleine Pause machen, da kann ich das gerade jetzt mal machen. Werd aber gleich weitermachen und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.